Easy now. First things first. What's your name? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video, oder besser gesagt einem ersten zu Alan Wake 2. Die Fortsetzung ist endlich da. Wir befinden uns im ersten Kapitel, besser gesagt eigentlich im zweiten. Im ersten gab es keine Sammelobjekte und hier direkt am Start, wo wir unterwegs sind mit Saga, kommen wir hier einmal auf diesen kleinen Unterstand, wo eine Karte vom Wald schon mal, oder besser gesagt vom Cold Run Lake aufgehängt ist, und das ist unser erstes Item. Das nächste ist der Talisman, und dieser Talisman hier ist von vornherein bei uns im Inventar. Also das zweite Sammelobjekt ist der Talisman, den wir von vornherein haben. Wir haben eine ganze Menge Lunchboxes einzusammeln. Das ist wie im ersten Teil letztendlich die Manuskriptseiten, denn diese sind hier immer in den Lunchboxen verborgen. Das Ganze könnt ihr machen, bevor ihr irgendwie zum Sheriff herunterrennt, zum Tatort oder ähnliches. Ihr seid hier relativ frei in der Bewegung, könnt überall herum erkunden oder relativ viel herum erkunden. So groß ist die Karte hier zum Glück auch nicht. Und deswegen gehen wir einmal statt den Berg runter, den Berg hoch, kommen dann hier auf diesen kleinen Aussichtspunkt, und dort gibt es hier hinten in der Ecke unsere erste Lunchbox des Spiels mit ein paar Manuskriptseiten inklusive. Hier nochmal ganz kurz das Ganze auf der Karte eingeblendet. So, jetzt machen wir auf das gute Stück. Wie gesagt, ich versuche die Karte oft genug für euch und lang genug einzublenden, damit wirklich jeder dann halt auch das Ganze hier nachvollziehen kann. Wir können damit Upgrades machen mit den Manuskriptseiten. Das ist auch ganz wichtig für uns zu wissen, aber das werden wir hier zum Glück auch direkt gleich zum Anfang bei der ersten Lunchbox bekommen. Wir das vom Spiel erklärt, dass wir das dafür nutzen können. Und die Lunchboxes sind natürlich auch eigene Fälle für den wahnsinnig mega coolen Gedankenraum, so muss man sagen. So, wir sind wieder zurück, relativ nah am Tatort dran. Wir haben ja momentan die Aufgabe, zum Tatort zu gehen. Doch bevor wir das machen, sehen wir hier einmal diesen General Store. Und direkt vor diesem biegen wir auch nach links ab, um dann nochmal links zu gehen und dann wieder praktisch frei zu erkunden, hier dann die nächste Lunchbox mitzunehmen, einmal nach dieser kleinen kurzen Waldwanderung. Noch eine Lunchbox? Wer lässt die hier rumliegen? So, wieder brav und ausführlich auf der Map gezeigt, wo ihr Lunchbox Nummer 2 finden könnt. Und damit kommen wir zu unserem ersten Kultversteck. Das ist der Name, der gewählt ist. Nicht Kultistenversteck, sondern ein Kultversteck. Ist ehrlich gesagt auch irgendwie viel, viel sinnvoller. Ihr seht das, wir stehen hier direkt vor der Leiche, die wir untersuchen sollen. Können wir nicht verpassen. Doch bevor wir da uns die Finger schmutzig machen und an dem glitschigen Körper herumspielen, gehen wir erst einmal nach hier hinten. Finden hier das Kultversteck mit einem kleinen Hinweis drauf, wie wir das entsprechende Schloss knacken können, um das Ganze zu öffnen. Und das ist gar nicht so easy peasy. Hände waschen, Hände aus dem Kühlschrank nehmen, Hühnchen natürlich aus dem Kühlschrank nehmen. Und hier unten macht ihr einfach das, was ich mache, und schon öffnet sich für euch Kultversteck Nummer 1. Ich habe dann hier übrigens auch das Ganze schön langsam gemacht, damit ihr das wirklich ganz genau nachvollziehen könnt, wenn ihr das sozusagen nebenan laufen habt, neben eurem Gameplay, dass ihr hier ganz genau schön, dass, wie gesagt, langsam sehen könnt, welches Symbol gehört wohin, um die Kiste zu öffnen. So, Kultversteck Nummer 1 ist geplündert, plus passende Trophäe dazu. Wir gehen direkt weiter, direkt von dem Kultversteck geht es weiter. Wir gehen weiterhin nicht zur Leiche, gehen nicht über los, ziehen keine 4000 Dollar ein, muss ich ja hier sagen, da das Ganze ja nicht in Deutschland spielt. Gehen dann hier den Weg runter auf der linken Seite, folgen hier einfach diesem Trampelpfad hier im Wald, kommen hier zu diesen Zelten,
eindeutig zu erkennen, nicht zu übersehen, ist auch auf der Map so eingezeichnet, sehen wir gleich nochmal auf alle Fälle. Dann gibt es hier einmal nochmal einen Hinweis und hier wiederum haben wir eine weitere Lunchbox für uns. So, könnt ihr schön erkennen, ganz weit unten in der Ecke der Karte ist das ganze Tatort, das ist bei mir oben noch markiert. Der Tatort ist immer noch markiert, ich bin immer noch nicht bei der Leiche, sondern bin aber dafür ganz hier oben gegangen. Ne? Die Hexenhütte muss ja irgendeinen Sinn haben, die da oben ist. Und natürlich hat sie den Sinn, mindestens eine Lunchbox für uns zu verstecken. Und zwar einmal hier durch den ganzen Müll durch, um die Kurve rum und hier in der Ecke Lunchbox Nummer 4 bereits. Da werden wir verwöhnt, Skriptfragmente können wir sowieso gebrauchen und damit geht es direkt rüber zur nächsten Lunchbox. Und jetzt haben wir ja schon viel Detektivarbeit geleistet an dieser Stelle und bekommen hier von ihm nach einem kurzen Gespräch einen Schlüssel für die Abkürzung, damit wir schnell zurückkommen zu unserem Auto. Denn wie gesagt, wir haben jetzt hier alles fertig. Wir haben gesagt, die Leiche soll bitte in die Leichenhalle. Und deswegen sind wir auch hier nochmal auf der Karte. Unser Kollege wartet da vorne schon an der verschlossenen Tür. Da konnten wir bisher nicht raus, wenn wir wollten. Sondern wir mussten erst einmal das hier alles abschließen, um dann hier aufschließen zu können und dann wieder dem Waldweg zu folgen, um dann Lunchbox Nummer 5 zu erlangen. Und dann sind wir hier am Cauldron Lake auch schon fertig. Aber keine Sorge, bisschen Bright Falls gehört ja auch noch dazu. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen sie bestimmt nicht oft. Noch eine dieser Lunchboxen. So, und damit sind wir angekommen in Bright Falls, deswegen hier momentan die Map auch noch unentdeckt. Das ist hier direkt am Start und da vorne, bevor wir dort mit dem Deputy reden, gehen wir einmal hier an die Seite vom Diner heran und finden dort eine Karte von Bright Falls. Das ist unsere nächste Map, die wir hier haben und von hier aus gleich hier unser Standort. Jetzt haben wir hier auch Karte, wo ich das Ganze aufgenommen habe und von hier aus werden wir auch erst nochmal am Diner vorbeigehen. Können wir danach auch machen, aber ich habe mich dafür entschieden, erst einmal am Diner vorbeizugehen und zwar direkt gegenüber, oder besser gesagt direkt geradeaus in diesen kleinen Mini-Park hinein und dort finden wir dann die letzte Lunchbox des Kapitels und haben dann noch zwei weitere Objekte vor uns. Noch eine Alex Casey Lunchbox? So, nochmal der schicke Blick auf die Karte. Hier hinten ganz weit außen sind wir. Jetzt reden wir mit dem Deputy. Jetzt verhören wir die Zeugen im Diner. Nachdem wir das gemacht haben, sagt er ab zur Sheriffstation. Und hier stehen wir direkt davor, direkt vor der Police Station, geradeaus rein. Rennen wir direkt drauf auf die Karte. Und damit kommen wir zu unserem ersten Fernsehspot, der es in sich hat, der mega ist. Schaut ihn euch an. Ich habe ihn hier natürlich gekürzt. So, von der Karte geht es einmal hier links raus, direkt rechts rum in den nächsten Raum rein. Und dort kommt das letzte Sammelobjekt für dieses Kapitel. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so war, denkt wie immer an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Falls ihr das nicht bereits schon getan habt, dann verpasst ihr hier natürlich mit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.